Und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Ja, letztes Mal haben wir schon einige Kämpfer kennengelernt, zum einen Fox und Diddy Kong, und jetzt geht's im verlassenen Zoo weiter und dort werden uns auch zwei neue Kämpfer begegnen. Aus dem Spiel Earthbound, was ich leider nie gespielt habe. Ein kleiner Junge mit großen Kräften. Lucas. Oh mein Gott, Glimmerviecher! Nein! Oh, 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 nö. Oh mein Gott, weg, 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 weg. Ja, vor dem müssen wir jetzt abhauen, vor dem fetten Typen. Mal hoffen, dass uns das auch gelingt. Dam, 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 dam. Ja, Lucas ist eher mehr so ein... so ein Elementkämpfer. Mit Donner und... Wahaha. Ach, da bin ich. Okay. Wahaha. Jetzt haben wir zum... Ah. Woo! So. Wah. Dum, dum. Dum, dum. Da haben wir zum einen Donner, Eis, Feuer haben wir auch. Aber gerade sollten wir, glaube ich, eher wegrennen. Es ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn er seine Kollegen umhaut, finde ich super. Da! Weg, 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 weg. Wow. Nein! Mach auf! Weg! So! Oh, du Sau! Ja, toll. Hat ja super funktioniert. Wo bin ich? Wo komme ich hin? Da komme ich hin. Okay. Hopp. Hopp. Ah, endlich sind wir drüben los. Meine Fresse, ey. Fresse doch. Jetzt können wir in Ruhe weitergehen. Nein, ah, da ist er wieder. Nein. 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 Ja, wir laufen jetzt erstmal lang. Ich glaube, wir gehen einfach mal so. Okay. Aber Lucas ist hier natürlich nicht alleine, der arme kleine Junge. Er hat nämlich noch einen Kollegen dabei. Da haben wir zum Beispiel... Bam. Zack. Aha. Ness. Ist, glaube ich, auch einer der ersten freispielbaren Charaktere gewesen in dem ersten Super Smash Bros. Ah, ich freue mich schon auf das Neue. Auf das Neue. Kommt ja im Winter für Wii U und vorher im, ab 2. Oktober schon für den 3DS. Was ist das denn für ein fieses Viech? Wir starten einfach mal mit Ness. Diese Musik, ey. Da-dam, dam, dam, da-dam, dam, dam, da-dam, dam, dam. Ich mache hier jetzt alles platt. Oh ja, ich mache den platt. Wow. Werde hin. Ah, wow. Du fieses Ding. Wow. Na. Oh, ich hasse die Viecher. Ah, weg. Sternstab und... Ja, bringt total viel. Ich wurde rausgebamst, das gibt's doch nicht. Dabei spielen wir hier schon auf normal. Wir hören jetzt einfach weiter drauf. So. Na komm. Wir wurden nochmal rausgebamst, das gibt's immer noch nicht. Was soll denn das? Das Ding heißt Porky, er stinkt wie ein Hund. Aber es ist kein Hund, nee. Und er ist kaputt.
alle Aufkleber eingesammelt. Sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Nein, der fiese Fettsack. Nein. Ah, Gott sei Dank ist Ness gut im Ausweichen. Naja, wenn der halt nicht klappt, dann... Oh, nö. Er hat ihn gerettet. Klonk. Lauf, Lukas, lauf. Na toll. Jetzt hat er seinen einzigen Freund verloren. Armer kleiner Lukas. Was? Pokémon-Trainer. Der kam auch neu mit, ja, mit Brawl. Und am Anfang besitzt er nur, in Anführungsstrichen nur, ein Figgy. So, wir starten mal mit dem Pokémon-Trainer. Dann, schön die Pokémon-Musik nachempfunden, finde ich cool. Dann. Na, der hat schon echt schon ein paar gute Attacken drauf. So, ich nehme mal hier das Ding mit. Ja, tja, super. Alles klar. Geh mal weg. So. So. Chigi kennt sich ja mit Wasser aus, deswegen ist das gar kein Problem. Alles klar, und weiter geht's. Und das sind die nervigsten Viecher überhaupt. Woo! Ein Stern. Na, ich muss mal... Ist das Ding jetzt abgesoffen? Na toll. Ich bin da hoch. Und sind Stacheln, da müssen wir aufpassen. So, der ist weg. Ah, ist da. So. Oh, Geister. So. Wir nehmen mal die Sonne mit. Weil die ziemlich mächtig ist. Wenn man sie richtig anwenden kann. Ich weiß es gerade hier nicht mehr so genau. Und wir kommen hier nur noch durch. Aber wenigstens nimmt er die Sonne mit. Nee. Okay, doch nicht. So, was haben wir hier für ein Problem? Bälle! Es werden immer mehr. Wir müssen die auf jeden Fall alle auslöschen. Sonst kommen wir hier nämlich in die Bredouille. Hört auf, euch zu vermehren! So, es geht doch. So, jetzt gehen wir mal. Okay. So, Curry! So, den Dinger haben wir Damage gemacht. Ich will noch die Trophäe mitnehmen. Was haben wir denn da? Ach, die Anmalkatze aus Animal Crossing. Boah. Okay, und rein da. Bis jetzt halten wir hier ziemlich gut durch. Das finde ich sehr schön. Und bam. Ein blödes Huhn. Ne, zwei, drei blöde Hühner. Und ein Küken, oh, wie schön, süß. So, das Ding nehmen wir mal mit.
Oh. Der verflucht uns, ey. Schön mal essen. Na, ich will... Oh, ich wollte doch gleich da hochklettern. So, der ist weg. Alles klar. Natürlich ist dann noch so ein Arsch. Komm her. So. Und weiter geht's. Hüder! Na komm. Ah. Oh, ist das Ding fies. Na, komm her. Okay, da haben wir schon mal das Küken und... Jetzt wird der noch. Na komm. Ah. Super. Ah, da ist was. Das nehmen wir mit. Sticker. Hier einmal gewitzt drüber. Das hat nicht funktioniert. Alter! Voll rausgebamst. Wir hätten nur noch zum Ausgang laufen müssen. Home Run! Okay. So. Hui! Okay, alles ist leer. Den Pokémon-Trainer so cool hier. Dass wir den eingebaut haben, richtig super. Auch wenn der Trainer selber nichts macht, nur die Pokémon, aber das ist ja immer so. Ja, Ness ist weg. Ich muss ihn noch retten. Stage gemeistert. Blanka, der Feuerprimide. Was haben wir noch? Storms Albatross, Sonic Riders, kenne ich nicht. Lanky Kong, Octoman aus F-Zero GX. Das ist auch das, wo Captain Falcon herkommt. Aus Nintendox, den Corgi und den Opa Kong aus Donkey Kong. Aus Donkey Konga, so. Wie, wir haben das nicht komplett gemacht? Haben wir was übersehen? Ich weiß es gerade nicht. Egal, machen wir hier erstmal die Festung. Dann gibt es auch wieder neue Kämpfer. Ein Ödland, gezeichnet vom Krieg. Und eine neue modische Bombe. Mir tun die Roboter so leid. Die müssen dabei draufgehen. Alter. Was zur Hölle ist das? Jedenfalls nichts Gutes. Maos. Aus Fire Emblem. Der uralte Minister. Larschloch. Darf ich das hier sagen? Ich glaube nicht. Der Horst. Auf geht's in den Krieg. In den Krieg. Nach dem Ladevorgang geht's in den Krieg. So, in den Krieg. Sie hat auch ein paar coole Attacken. Das war die Konterattacke. Die finde ich schon mal ziemlich knorke. Was haben wir hier? Eine Bombe? Ah ne, die Knarre. Okay, das nehmen wir mit. Okay, bei diesem Blockangriff ist einiges von Timing erforderlich. Wenn dann möglich, kann ich natürlich auch meinen Highscore brechen. Oh, das Laserschwert, das nimmt man mit. So. Hui! Da müssen wir drauf aufpassen. So. Jetzt haben wir die Wahl, oben oder unten. Also dürfte vielleicht kommen. Oha! Ah,
Alter, das gibt's doch nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit Maßen nicht so gut spielen kann. Ah, und die Viecher sind auch richtig. Na, das gibt's doch nicht. So. Nicht, Melone. Wenn er einen nicht sieht, dann freut er sich. Nicht noch so ein Ding. So. Was haben wir hier? Ich gehe erstmal oben lang. Ich gehe mal oben gucken. Hab, hab. Warte mal. Den Fehler habe ich beim letzten Aufnahmeversuch schon mal gemacht. So. So, ich hoffe mal, ich komme hier durch auch wieder zurück. Ja. Ist nur ein Belohnungsraum. Oh, ja, Herzcontainer, finde ich super. Finde ich richtig, richtig knorke. Und ein... Ach, die Star Fox. Aus, ja, Lyrid Wars. Wo auch Fox herkommt. Das große Raumschiff. Quasi die Base. Oh, mach die doch vom Acker, Alter. Mach die doch vom Acker. So. Erstmal ein Steak. So, jetzt können wir oben und unten lang. Da unten ist dann halt nur der ruhige Weg. Traube! So. Ja, durch Essen hält man hier quasi wieder seine Energie auf. Ich gehe nochmal einen anderen Weg. Weil ich auch alles einsammeln möchte. Ab. Ja, das war schlau. Das war auch sehr schlau. Ein extra Leben. Kommt mir gelegen. Na toll. Du Sau. Überleg gerade. Wie kommt man denn nochmal? Ah, so. Okay. Ja, voll die Jedis. So. Und durch da. Auf das Ding. Und jetzt kommen die nächsten nervigen Dinger. So, der ist weg. Der ist jetzt auch weg. Man soll eventuell nicht jeden Knopf drücken, der einem über den Weg läuft. Mann! Ich bin nur ein Pilz. Na toll, ist nicht klein. Na, ah, so. Den mit den Reifen lasse ich mal in Ruhe. Na. So, den meinte ich auch gar nicht. Wow. Na, und... So. Na, toll. Schlaue, das war richtig toll. Richtig schön in die falsche Richtung geworfen, das Ding. Aber eine Tür. Und durch diese Tür gehen wir im nächsten Part. Tätig da mal sagen, ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.